So, wir können das ein bisschen größer machen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst mal freue ich mich, dass doch so viele den Weg hergefunden haben, trotz der sehr unangenehmen Anfangszeit, 8 Uhr morgens oder 8.10 Uhr. Für mich auch unangenehm, aber ich muss ja hier sein. Sie sind sehr gerne eingeladen, auch weiterhin dann die nächsten Termine hier zu sein. Die gute Nachricht ist, wir haben zwei Donnerstagsfeiertage im Sommersemester, Himmelfahrt und Frohen Leichnam. Also dran denken, zweimal in diesem Semester nicht morgens 8.10 Uhr hier aufschlagen. Ich vermute mal, dass das Haus sogar geschlossen sein wird. Gut, wir beginnen heute mit den Inhalten der AOD. Letztes Mal nur Organisation, ab jetzt Inhalte. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich hier einiges live versuchen werde zu machen. Ich hatte Ihnen auch per Moodle-Mail angekündigt, dass ich immer im Forum schreibe, wie weit wir gekommen sind, was wir gemacht haben in der Vorlesung und auch, was Sie sich ansehen können, ansehen sollten, um vorbereitet zu sein auf den nächsten Termin. Und da hatte ich unter anderem erwähnt, in Vorbereitung auf den heutigen Termin, dass Sie sich vielleicht nochmal Arrays in Java anschauen, falls Sie sich darin nicht so ganz sicher sind. Das ist unser erster Einstieg, etwas, was Sie eigentlich kennen aus der FOP oder auch anderswoher, vielleicht auch aus der Schule. Arrays in Java, eine erste kleine Methode, die wir da basteln. Uns interessiert hier in der AOD das ganze Thema mit Klassen und Interfaces und Exceptions, so der Kernpunkt der objektorientierten Programmierung, das, was Sie in FOP kennengelernt haben, interessiert uns hier nur am Rande. Der Normalfall wird sein, dass wir uns einfach eine Methode hernehmen, die implementieren, analysieren, auf Korrektheit, auf Laufzeit analysieren und zu welcher Klasse diese Methode gehört, und zu welchem Package und so weiter und so fort. Das an einzelnen Punkten interessiert uns das. Wir werden hier in diesem Datei auch noch ein Beispiel sehen. Aber meistens interessiert uns das nicht. Diese Dateien lade ich hinterher auch natürlich immer hoch für Sie als RTF. So, erste Aufgabe in einem Array, einfach die Reihenfolge umkehren. Das heißt, das erste Element soll hinterher das letzte sein, das zweite das zweitletzte und so weiter und so fort. Einfache Aufgabe. Ich möchte Sie gleich von vornherein dran gewöhnen. Auch das wird in den Theorietestaten immer vorkommen, dass wir sehr klar versuchen hinzuschreiben, was diese Methode genau leisten soll. Einerseits, was sie erwartet, das ist die Vorbedingung. Zum anderen, was sie dann tatsächlich leisten soll, da werden wir zwei Dinge unterscheiden, die Nachbedingung und den Output. In der Informatik hat man sich angewöhnt, so etwas als eine Art Vertrag zu sehen. Ein Vertrag, den der Implementierer der Methode einseitig mit den Nutzern der Methode dann schließt. Und zwar immer nach derselben Art, wenn der Nutzer der Methode gewährleistet, dass der Eingabeparameter, den Sie hier unten sehen, vielleicht sollte ich das noch ein bisschen größer machen. Können Sie das gut lesen oder? Okay, dann mache ich es nicht größer. Oder war da jemand, der es nicht gut lesen kann? Bisschen größer, dann machen wir es doch noch ein bisschen größer. Wollen wir es mal versuchen mit 24? Nee, das wird zu groß. Ich versuche es mal einfach ein bisschen größer nur anzuzeigen, ohne die Schriftgröße zu ändern. Ich nehme an, das ist jetzt besser. Vielleicht können wir es doch noch ein kleines bisschen kleiner machen, sonst wird es unübersichtlich. So, ist das okay? Für irgendjemand nicht okay? Gut. So, wenn also der Nutzer der Methode das garantiert, dass der Eingabeparameter nicht den Wert 0 hat, dann und nur dann garantiert die Methode das, was jetzt hier in der Nachbedingung steht, dass im Array eine Umordnung der Werte stattgefunden hat, wie ich es eben beschrieben habe. So,
Das ist die Methode. Dass das Ganze public ist, ist für uns hier eher unwichtig. Dass das Ganze static ist, ist für uns hier auch eher unwichtig. Das führe ich nur der Vollständigkeit halber mit. So würde man die Methode, man würde sie sicherlich typischerweise public und static implementieren, ist für uns aber nicht relevant. Was für uns aber relevant ist, und Herr Rössling hat mir nochmal versichert, dass das intensiv in der FOP betrachtet wurde, das ist Generizität hier und hier, nämlich, dass das eine Methode ist, die nicht für bestimmte Arten von Arrays nur funktioniert, sondern für jede Art von Array, zumindest wo der Komponententyp ein Klassentyp ist. Das heißt also, wir schreiben diese Methode einmal und dann steht sie für jeden Art von Array, für jeden Komponententyp hinterher einfach zur Verfügung, kann man einfach aufrufen. So, das wird unser Arbeitspferd sein in der AOD, Generizität, also Java Generics, da wir ja mit Java arbeiten. Generizität gibt es auch in anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in C++. Sieht da ein bisschen anders aus, aber ist von der Grundidee her alles immer dasselbe. Wir lassen offen, von welchem Typ wir da gerade reden, Komponententyp, weil das eine Methode ist, bei der es vollkommen egal ist für den Algorithmus, von welchem Typ die Komponenten eigentlich sind. So, wie gehen wir daran? Na, die Idee ist ja ganz einfach. Das erste Element mit dem letzten Element vertauschen, das zweite mit dem zweitletzten vertauschen, das dritte mit dem drittletzten vertauschen und so weiter. Offensichtlich. Naja, bei Arrays denke ich immer gleich an Vorschleife. Also wir brauchen eine Schleife. Wir können es auch mit Rekursion machen, hier machen wir es aber erstmal mit Schleife. Bei Arrays denke ich dann immer eher an eine Vorschleife, erscheint sinnvoll zu sein, wir wissen ja vorher, wie oft das Ganze durchlaufen werden muss. Also eine Vorschleife mit irgendwas da drin. Mit was da drin? Gut, fangen wir erstmal an. Wir brauchen so einen Index, so einen Laufindex. Und es kann eigentlich nicht falsch sein, den mit 0 zu initialisieren. So, Abbruchbedingung, Moment, das ist ein bisschen anders als die normale Vorschleife durch ein Array hindurch. Ja, normal ist einfach durch alle Elemente einmal durchgehen. Aber stellen Sie sich vor, wir würden jetzt durch alle Array-Elemente einmal durchgehen. Ja, erste mit dem letzten, zweite mit dem zweitletzten und so weiter. So, dann treffen Sie sich in der Mitte und dann geht es wieder weiter. Am Ende haben Sie dasselbe Array wieder bekommen wie vorher. Also, nicht der übliche Durchlauf durchs Array, aber da ich momentan mit meinem Koffeinpegel etwas denkvoll bin, fällt mir das nicht sofort ein, was ich da machen muss. Da muss ich erstmal offen lassen. Und ich lasse es nicht einfach offen, sondern ich schreibe da was rein. Warum? Damit das Stück Code, diese Methode garantiert nicht durch den Compiler durchgeht. Ja? Wenn ich einfach irgendwo was offen lasse, kann es ja zufällig sein, also offen lasse, damit ich es später fülle, dann kann es ja zufällig sein, dass es durch den Compiler durchgeht und dann habe ich hinterher eine ziemliche Mühe, den Fehler zu finden, wenn ich den vergessen habe. Ja, denken Sie mal dran, wir reden nicht über 3 Zeilen Code, wir reden über Projekte mit 3 Millionen Zeilen Code. Also schreibe ich da irgendwas rein, von dem ich mir sicher bin, dass es nicht durch den Compiler durchgeht. Sollte ich vergessen haben, dass ich hier noch eine Baustelle habe später, dann wird mich der Compiler daran erinnern. So, aber I++ kann sicherlich nicht falsch sein, ja? Erstes Element, zweites Element, drittes Element und so weiter. Sie erinnern sich, in Java beginnen Array-Indizes immer mit 0. So. Gut, vertauschen. Das ist ein Muster, das man mal gesehen haben muss. Die meisten von Ihnen haben es sicherlich gesehen schon mal. Können wir schnell abhandeln. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das der allererste, einfachste Spezialfall ist für eine Problematik, die uns immer wieder auftreten wird, nämlich wenn man Daten umorganisieren will. Da muss man immer dafür sorgen, bevor man an irgendeiner Stelle ein Stück Information überschreibt, dass es an einer anderen Stelle vorher gesichert worden ist. Und genau so geht
auch das Muster, wie man zwei Werte miteinander vertauscht. Wir richten erst einmal eine Variable ein, in der wir ein Ergebnis erstmal zwischenspeichern, um es dann woanders hin wieder hinzuschreiben. Ich schreibe dafür immer TMP für temporary für Englisch oder temporär für Deutsch. Das ist durchaus ein Standard, um anzuzeigen, dass diese Variable nicht dafür da ist, wirklich dauerhaft irgendwelche wichtigen Daten zu speichern, sondern einfach nur temporär mal kurz benutzt wird. So, was muss ich da reinschreiben? Irgend so ein Array-Index. Also, ich will erstmal das linke Element zwischenspeichern, damit ich dann mit dem rechten Element das linke vertauschen kann. Was ist denn das? Das ist in der ersten Iteration Index 0, in der zweiten Iteration Index 1, in der dritten Iteration Index 2 und so weiter. Na, das passt ja mit i gleich 0 und i plus plus. Da kann ich ja einfach i reinsetzen. Index 0 in der ersten Iteration, Index 1 in der zweiten Iteration und so weiter. So, nachdem ich jetzt also den Index, den Wert bei i gespeichert habe, kann ich an dieser Stelle dann, ich mache es mal vielleicht hier ohne Blanks, vielleicht, ich hoffe mal, das ist dann übersichtlicher. Ist das übersichtlicher oder weniger übersichtlich? Ich glaube, es ist fast übersichtlicher, nicht, wenn es so kompakt ist. So, dann kann ich hier das entsprechende andere Gegenstück auf der anderen Seite des Arrays hineinspeichern. Was ist denn das? In der ersten Iteration ist das letzte Element, also Länge minus 1. Irgendwas hat das da mit Länge minus 1 zu tun. Und jedes Mal ein bisschen weniger, ich muss was abziehen. Beim ersten Mal muss ich 0 abziehen, beim zweiten Mal 1 und so weiter. Na, das passt doch wunderbar, indem ich einfach hier i abziehe. So, jetzt habe ich diesen Wert gespeichert in AI. Jetzt kann ich auch diesen Wert endlich überschreiben. Und womit muss ich das überschreiben? Na, mit dem, was ich da vorher gespeichert habe. So. Mehr ist das Ganze nicht. Wir können vielleicht noch hier ein bisschen kompakter. So. Jetzt haben wir noch diese eine Stelle zu füllen. Wie schon gesagt, das Übliche, dass man einmal durchs Array durchgeht, wird uns nicht das liefern, was wir haben wollen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir stattdessen haben wollen. Naja, bis zur Mitte. Bis zur Mitte, das ist irgendwas mit a.length halbe. Also irgendwas mit i kleiner a.length halbe. Irgendwo da, noch nicht ganz sicher. In Klausuren, ich hoffe, Sie schreiben nur eine Klausur über AOD, in Klausuren werden Sie auf Papier auch, mit Stift und Papier auch so rumbasteln müssen. Da müssen Sie entweder in dem, wo Sie es reinschreiben, schon ein bisschen Lücken lassen, oder Sie haben genug Platz für Schmierpapier, dass Sie erstmal ins Unreine schmieren und dann das ins Reine schreiben. Das, was ich hier einfach am Rechner machen kann, mit den Möglichkeiten, da Platz einzufügen oder Sachen wieder zu löschen. So, jetzt überlegen wir uns, ist das schon richtig, wie ich das geschrieben habe, oder ist das noch falsch? Jetzt müssen wir daran denken, also bei geteilt durch 2 muss sofort in den Kopf kommen, Moment, Fallunterscheidung, gerade, ungerade. Gerade Zahlen, ungerade Zahlen. Denn was bedeutet das? Was steht hier? Länge von a geteilt durch 2. Was hier steht, ist ganzzahlige Division mit Rest. Wenn zum Beispiel die Länge des Arrays 10 ist, dann kommt 5 raus, okay. Wenn die Länge des Arrays 11 ist, kommt auch 5 raus. 11 durch 2 ist 5, Rest 1. So, dann können wir diese beiden Fälle mal hernehmen. Also nehmen wir mal an, die Länge des Arrays ist 10 als Repräsentant für geradzahlige Längen. Dann kommt hier 5 raus. Der Abbruch ist, also die ganze Schleife läuft, solange i kleiner 5 ist.
Was sind, ist das richtig oder falsch? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist richtig. Für gradzahlige Werte dieser Länge ist das schon mal richtig hier, diese Bedingung. So, jetzt ungradzahlige Bedingung, ungradzahlige Länge für 11 beispielsweise, oder nehmen wir 9, ich will nicht so erzählen. 0, was passiert da überhaupt mit dem mittleren Element? Mit dem soll gar nichts passieren. Das wird sozusagen mit sich selber vertauscht. Kann, muss nicht. 0, 1, 2, 3, dann 4 das mittlere, 5, 6, 7, 8. So. Das ist tatsächlich richtig, weil bei 4 kann es vertauscht werden mit sich selbst, muss aber nicht. Ist unschön, dass das mittlere Element noch vertauscht wird, wenn ich das so schreibe. Aber zufällig, so mein erster Versuch hat schon etwas Korrektes, aber Unschönes geliefert, im ungeraden Fall, dass das mittlere Element mit sich selber vertauscht wird. Ich möchte Ihnen als Anregung aufgeben, sich zu Hause zu überlegen, wie Sie das so machen können, wie Sie diese Abbruchbedingungen so gestalten können, dass es immer noch in beiden Fällen korrekt ist, gerade, ungerade, aber im ungeraden Fall wird das mittlere Element nicht mit sich selbst vertauscht. Bitte? Wird es nicht mitgetauscht? Moment, also noch, gehen wir noch mal ganz, nehmen wir mal die Länge 7. Dann haben wir 0, 1, 2, müssen vertauscht werden, 3 bleibt, mit 4, 5, 6. So, halbe ist, Sie haben recht, es ist sogar schon richtig. Okay, dann gebe ich Ihnen als Hausaufgabe auf, sich zu überlegen, wie das abgewandelt werden muss, damit das mittlere mit sich selbst vertauscht wird. Das ist Live-Coding. Ja, ich habe mir nicht vorher dass irgendwas alles überlebt, dass ich das jetzt abspule, sondern Sie beobachten mich beim lauten Denken. Bitte? Ach so, okay, die Frage ist, wäre es nicht schlauer, die Variable temp vor der Schleife schon mal einzurichten, weil jetzt jedes Mal in der Schleife die Variable eingerichtet wird und dann wieder beendet wird. Also da geht es sicherlich um die Laufzeit, nicht? Ja, könnte man mal versuchen, aber es würde mich nicht wundern, wenn der Compiler hier vielleicht sowieso nicht das wegoptimiert, dass die Variable immer wieder neu eingerichtet und wieder entfernt wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist ja keine Variable auf dem Heap, ist ja kein Objekt, es ist ja eine ganz normale Variable. Ich könnte mir vorstellen, dass der Code, der Java Bytecode, der daraus entsteht, tatsächlich derselbe sein wird. Gut, ich würde sagen, damit ist diese kleine Voraufwärmübung beendet. Ich sehe nichts mehr, was hier drin falsch sein könnte. Sehen Sie auch nichts mehr? Gut, dann machen wir es ein bisschen, jetzt unsere erste echte Datenstruktur. Das heißt der Algorithmen und Datenstrukturen. Jetzt gucken wir uns mal eine erste Datenstruktur an. Ich hatte zwar gesagt, wir konzentrieren uns auf die Methoden, aber manchmal ist es schon wichtig, auch Klassen zu betrachten. In ganz seltenen Fällen werden wir auch Vererbung und Exceptions und ähnliches und Interfaces betrachten. So, was ist das Problem mit Arrays? Das Problem ist, Sie richten einmal ein Array ein von einer gewissen Größe und dann ist dieses Array von dieser Größe so da. Sie können keine Elemente nachträglich einfügen, weder hinten noch vorne noch in der Mitte, noch können Sie irgendwelche Elemente rausnehmen. Manchmal möchte man das aber gerne haben. Sehr häufig möchte man das gerne haben. In Datenbanksystemen möchte man das laufend haben. Stellen Sie sich nur mal vor, die Menge aller Studierenden, der Matrikelnummern, die an der AOD teilnehmen, da ist ja schon ein gewisses Kommen und Gehen, da möchte man dann gerne, wenn jemand sich nachträglich einschreibt, denjenigen einfügen und ansonsten, wenn jemand entscheidet, die AOD nicht weiterzumachen, wieder rausnehmen. Wir werden verschiedenste Datenstrukturen hier kennenlernen, auch die Datenstrukturen, die dann tatsächlich in Datenbanksystemen verwendet werden. Hier erst einmal heute
eine kleine vorabgebastelte Datenstruktur, also eine einfache Datenstruktur, die schon wesentliche Elemente der echten Datenstrukturen dann hat. So, das nenne ich ein dynamisches Array hier. Was ist die Idee? Die Idee ist, wir haben ein tatsächliches Array, ganz normal, wie wir es eben gesehen haben im ersten Live-Coding, aber die Elemente da drin sind nicht alle wirklich besetzt, sondern nur teilweise besetzt. Wir haben hier eine zusätzliche Int-Variable mit einem entsprechenden Namen, aktuelle Anzahl von Elementen. Aktuell auf Deutsch heißt nicht actual auf Englisch, sondern current. Ein beliebter Fehler. Aktuelle Anzahl von Elementen und nur die ersten entsprechend viele Elemente sind echte Elemente in diesem Array. Alles, was danach kommt an Komponenten, betrachten wir als leer. Interessiert uns nicht. Als verfügbar, um neue Elemente einzufügen. So, und das habe ich jetzt hier auch als Kommentar dazu geschrieben. Diese Elemente von Index 0 bis entsprechend aktuelle Anzahl der Elemente minus 1, das sind die Elemente, die wir wirklich da drin haben. Hier unten kann man kurz spicken, so können Sie sich das vorstellen. Sie haben hier zum Beispiel ein Array der Länge 10 und ich habe jetzt einfach mal Character als Typ genommen. Wir sind wieder generisch, kann also alles Mögliche sein als Datentyp, als Komponententyp des Arrays. Und diese hier sind alle, also von 0 bis 5, aktuelle Anzahl der Elemente ist 6. Die hier, das sind echte Elemente und das ist hier noch Freiraum, den ich mit Sternchen bezeichnet habe, der uns die Möglichkeit gibt, noch später was einzufügen. Es gibt viele Situationen, in denen man vorher weiß, eine obere Schranke weiß, wie viele Elemente maximal in diesem Array zeitgleich drin sein können. Ja, hier zum Beispiel können wir uns sicher sein, seien wir großzügig, mehr als 2000 Teilnehmer wird es auf keinen Fall geben bei der AOD, also können wir das Array auf Größe 2000 setzen und haben genug Platz, um immer die aktuellen Matrikelnummern aller momentan für AOD registrierten Teilnehmer zu speichern. So. Wir brauchen einen Konstruktor. Wir brauchen ihn nicht wirklich, aber es ist sinnvoller Stil. Der gibt uns die maximale Anzahl von Elementen, eben diese 2000 bei der AOD bei diesem Beispiel von eben. Und genau damit, mit dieser Zahl, richten wir ein Array ein. Und wir haben noch nichts gespeichert am Anfang. Am Anfang ist noch niemand eingeschrieben in die AOD, also ist die aktuelle Anzahl der Elemente 0. So. Die beiden Methoden sind noch hilfreich. Wir kommen dann zum Kern der Sache gleich. Aber hier vielleicht noch als Vorarbeiten. Eine Methode, die uns zurückliefert, was die Anzahl der Elemente ist. Die haben wir uns nicht, die Maximalanzahl, die haben wir uns nicht explizit gespeichert, so wie die aktuelle Anzahl von Elementen. Die ist ja aber im Array drin. Denn wir haben das Array ja kreiert mit der maximalen Anzahl von Elementen. Und wir liefern auch die aktuelle Anzahl von Elementen zurück, einfach das Attribut, was wir dafür eingerichtet haben. So, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Hier unten, hier sind wir jetzt. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Elemente einfügen, Elemente löschen. Also zunächst wollen wir ein Element Character X an der Position 2 einfügen. 0, 1, 2. An dieser Position soll hinterher das X stehen und die anderen HAKS sollen 1 nach rechts aufgerückt sein. So, überlegen wir uns erst einmal trocken, ohne implementieren, wie das aussehen soll. So, das ist die Ausgangssituation. Hier soll das X hin und jetzt kommt wieder dasselbe Muster. Alles, was wir überschreiben wollen, was wir aber noch beibehalten wollen, müssen wir vorher anderswo gespeichert haben. Und deshalb ist die Idee hier, von rechts nach links zu gehen. Das S wird dahin kopiert, wo es am Ende stehen soll. So, jetzt ist dieses S
hier an dieser Stelle diese Information unwichtig, kann überschrieben werden, denn die Information steht ja schon hier. Das heißt, an dieser Stelle können wir genauso ein K hinschreiben. Jetzt ist dieses K, können wir das K überschreiben. Hier können wir ein A hinschreiben. Und hier können wir das H hinschreiben. Und an dieser Position ist das H jetzt, das H ist gerettet, es ist an Position 3, das heißt, an Position 2 können wir jetzt das X schreiben. Es ist wichtig, das so rumzumachen. Ich gehe mal nochmal zurück. Stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt hier umgekehrt angefangen. Ich überschreibe das H, ich verschiebe erst das H um 1, dann verschiebe ich diesen Index um 1, dann verschiebe ich diesen Index um 1. Ist nicht genau das, was man rauskommen wollte, nicht? Also, andersrum. Andersrum ist richtig. So, halt, hier das X. So, das ist das Ergebnis, nicht? Nee, irgendwas habe ich jetzt noch falsch gemacht. H-A-K-S und hier eins zurück. So, jetzt ist es richtig, ne? Gut, das ist einfügen. Das habe ich jetzt schon mal implementiert. Das Löschen machen wir dann live. Sie sehen auch hier wieder Vorbedingung, Nachbedingung. Vorbedingung, eine wichtige Vorbedingung ist natürlich, dass das Array noch nicht voll ist. Wenn das Array voll ist, wenn sämtliche Indizes, sämtliche Komponenten belegt sind, dann kann ich kein neues Element einfügen, logisch. Wie kann ich das abprüfen, ob es voll ist? Ja, es muss sein, dass die aktuelle Anzahl der Elemente noch kleiner ist als die maximale Anzahl von Elementen. Die Position, an der ich etwas einfügen will, muss natürlich auch sinnvoll sein. Sie muss größer gleich 0 sein und kleiner gleich der aktuellen Anzahl der Elemente. Gleich der Anzahl der Elemente heißt hinten anfügen. So, und die Nachbedingung ist, das Key ist an Position eingefügt, die nachfolgenden Elemente sind jeweils um eine Position verschoben. Sie sehen, dass es ist immer so ein bisschen bei der Kommentierung, es ist immer so ein bisschen schwierig, die genaue Balance zu finden. Schreibt man zu viel, schreibt man es zu formal, dann beschweren sich alle, weil es so schwierig ist zu lesen. Schreibt man zu wenig, schreibt man zu informell, dann provoziert man potenziell Missverständnisse. Das ist eine Kunst, richtig Kommentare zu schreiben, das ist eine Kunst, die, schwarze Magie. Gut, einfügen. Wir wollen diesen Schlüsselwert an dieser Position einfügen und wir gehen davon aus, dass diese Bedingungen erfüllt sind. Das ist der Vertrag wieder. So, was haben wir hier gemacht? Wir haben von rechts nach links alle 1 weitergerückt und dann hatten wir Platz und dort die Position hingepackt. Also das X an diese Position hingepackt. Ja? Was heißt das von rechts nach links? Das heißt, dass wir irgendwas ganz rechts anfangen, immer runtergehen. Also das ist hier ein Minus Minus. Der hat sich... Sie sehen. So. I Minus Minus. Und was müssen wir machen? Ein Array-Element muss überschrieben werden durch das unmittelbar vorhergehende Array-Element. Jetzt müssen wir nur noch wieder gucken, ob es mit den Indizes alles stimmt. Also das Zielelement, das Zielindex ist i. Damit ist es richtig, dass ich bei Current Number of Elements, dass ich dort anfange. Eins weiter als der Index des letzten aktuellen Elements. Und dann muss ich noch gucken, ob das hier stimmt. Also, wenn der Index die Position 2 war, wo wir eben waren, dann muss er bei 3 beendet werden. Stimmt auch.
Das habe ich mir natürlich vorher, als ich das implementiert habe, überlegt. Ich denke, dass das stimmt. Und dann nicht vergessen, Punkt 1, den Schlüsselwert, den wir einfügen wollen, eben an der Position einfügen, die wir jetzt freigemacht haben. Und nicht vergessen, die Anzahl, die aktuelle Anzahl der Elemente um 1 erhöhen. Das sehen Sie, ein schönes, einfaches Beispiel dafür, wofür Einkapselung, das Basteln von abstrakten Datenstrukturen mit Public und Private wichtig ist. Ja, wenn Sie sich vorstellen, das Ganze wäre nicht eingekapselt, dann könnte jemand dahergehen, Sie wissen ja, Informatiker, Programmierer sind unglaublich schlau. Die wissen immer ganz genau, was sie tun, wenn sie da an eigenem oder fremden Code herumfuschen. Die wissen ganz genau, ach, ich brauche den ganzen Kram mit Private und so weiter nicht. Ich will da richtig reingehen, ich weiß schon, was ich tue, ich mache das alles richtig. Natürlich nicht. Irgendwo vergisst man mal vielleicht in so einer Situation, dass man da dran denken muss, noch irgendwelche andere Attribute entsprechend abzuändern. Und dann haben sie eine Art von Fehler eingebaut, die typischerweise extrem schwer, extrem zeitaufwendig beim Finden ist. Typischerweise Fehler, die erst der Kunde findet. Und das ist das besonders Schlechte daran. Also, und das ist der Sinn der Sache, das Ganze ist in eine Methode eingekapselt. Sie haben keinen, der Benutzer dieser Klasse hat keine Möglichkeit, direkt dieses Attribut zu manipulieren, sondern nur in Insert und Remove gleich wird es manipuliert. Wenn es hier an diesen beiden Stellen richtig ist, ist es immer richtig. Das ist der Sinn von Einkapselung. So, Remove. Das Element an dieser Position löschen, da brauchen wir natürlich Elemente, die löschbar sind. Ja, also wenn momentan, in diesem Moment, wenn ich Remove aufrufe, diese Methode aufrufe, wenn im Moment die aktuelle Anzahl der Elemente 0 ist, kann ich nichts löschen. Natürlich muss die Position des Elements, das ich löschen will, auch wieder größer gleich 0 sein. Und Sie sehen hier, kleiner Unterschied, hier war die Position kleiner gleich beim Einfügen, kleiner gleich Anzahl aktueller Elemente. Gleichheit bedeutet hinter das letzte Element einfügen, hinter das letzte momentan vorhandene Element einfügen. Hier macht es keinen Sinn, hinter dem letzten Element irgendwas zu machen, sondern nur eines der vorhandenen Elemente zu löschen, also kleiner. So, wie machen wir das? Da können wir uns an dem hier orientieren. Ich weiß, als verantwortungsbewusster Dozent muss ich immer gegen Copy-Paste wettern, weil ja die Gefahr groß ist, dass ich da jetzt, wenn ich das anpasse, Fehler einbaue, dass ich irgendwelche Sachen stehen lasse, die nicht da so sein sollen. Aber Sie wissen, wie das ist. Ist mir egal. So, wir machen hier Copy-Paste. So, wir haben das aber noch nicht geklärt, was wir da eigentlich algorithmisch machen. So, das ist die Situation und jetzt wollen wir dieses Element löschen. Also wie gesagt, das sehen Sie dann natürlich alles im RTF-Dokument, wenn ich das hochgeladen habe nach der Vorlesung. So, jetzt an Position 3. Dieses Element wollen wir löschen. Wie machen wir das? Naja, typischerweise macht man beim Löschen genau mehr oder weniger genau das Entgegengesetzte vom Einfügen, also nicht von rechts nach links um 1 nach rechts verschieben, sondern von links nach rechts um 1 nach links verschieben. Das H wollen wir löschen. Da wir das H löschen wollen, da wir es eh löschen wollen, können wir es auch überschreiben durch das A daneben. Jetzt ist das A gesichert an dieser Position. Jetzt können wir das überschreiben durch das K. Jetzt ist das K gesichert an der Linksposition daneben, überschreiben durchs S. S ist gesichert, können wir überschreiben durch Anzahl der Elemente um 1 zurücksetzen, so dass da bleibt natürlich weiterhin das S an dieser Stelle stehen, aber es ist bedeutungslos für uns. So, das müssen wir jetzt implementieren. Also, wir fangen jetzt an bei der Position. Jetzt brauchen wir irgendwas natürlich hier hinten. I minus minus habe ich schon gemacht. Nee, I plus plus muss ich jetzt hier machen. So. Und jetzt müssen wir irgendwas machen mit current
number of elements. So, drehen wir das um. I minus 1 gleich an Position I und müssen gucken, ob das stimmt. Nee, wenn ich hier mit der Position anfangen will, dann ist das Erste, was ich überschreiben will, ja die Position. Also sollte ich hier ein I haben. Wie ist das? Das stimmt natürlich, immer 1 nach links. Stimmt das jetzt hier? I kleiner current number of elements, Moment. Das würde ja bedeuten, dass ich auf ein R-Element zugreife hier in der letzten Iteration, was jenseits ist. Weil wenn I current number of elements minus 1 ist, dann ist I plus 1 eben current number of elements. Das geht nicht. Da habe ich einmal zu viel Iteration gemacht. Minus 1. Ich bitte um Verständnis, dass ich da mit der deutschen Sprache jetzt ein bisschen unpfleglich umgehe, wenn ich da so Sachen sage wie einmal zu viel Iteration gemacht oder so ähnlich. Ich muss mich hier auf andere Dinge konzentrieren als auf deutsche Sprache. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass Sie das hoffentlich gut mitbekommen und dass auch die Hörer und Zuschauer des Videos dann gut mitbekommen. Das ist anderthalb Stunden lang schon eine gewisse Arbeit. So, jetzt, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keinen Key einzufügen. Wir haben den Key ja überschrieben. Und das ist sicherlich richtig, das Minus, Minus hier unten. So, ist noch irgendwas falsch? Sehen Sie noch irgendetwas, was daran falsch ist? Mit der Position fangen wir an. Die wird als erstes überschrieben. Dann geht es hoch. Und die Abbruchbedingung hatten wir eben geklärt, müsste auch richtig sein. Current number of elements ist einmal zu viel. Einmal zu viel kopiert. Okay, scheint richtig zu sein. Gut, damit verlassen wir aber auch schon wieder Arrays. Wir kommen hin und wieder mal zu Arrays als Beispielmaterial zurück. Ja, bitte? Ja, ja, dass das I kleiner sein soll und kleiner gleich. Sie meinen, dass es deshalb keinen Grund gibt, hier eine Minus 1 zu schreiben. Meine Überlegung war die, wenn I genau current number of elements minus 1 ist, dann ist hier der Index des letzten aktuellen Elements und dieser Index ist schon jenseits der aktuellen Elemente. Hier, das I plus 1. Ja, dieses Minus 1, das müssen Sie noch mit dem plus 1 hier betrachten. Sie waren zuerst, glaube ich. Ich verstehe Sie leider akustisch nicht. Wenn current number of elements 1 ist, kommen wir gar nicht erst in die Schleife rein. Aha, guter Plausibilitätscheck. Dann ist da doch noch was verkehrt, oder? Ja, aber das ist doch richtig, dass wir gar nicht erst in die Schleife reinkommen. Wenn current, guter Einwand, guter Punkt. Wenn current number of elements 1 ist, was wollen wir denn hinterher haben? Wir brauchen ja nichts zu verschieben. Ja? Wir setzen einfach current number of elements 1 runter und dann ist es leer, egal was an dieser Position 0 steht. Das ist schon richtig in dem Fall, dass er da nicht in die Schleife reinkommt. Ah, Plausibilitätscheck bestanden. So, es gibt noch weitere Wortmeldungen. Ich habe das jetzt nicht genau gesehen. Habe ich diese Wortmeldung damit jetzt beantwortet, dass sich keiner mehr meldet? Bitte? Das Element gibt es weiterhin im Array trotzdem noch, wenn ich Count Number of Elements runtersetze. Aber wir ignorieren die. Ja? Die erklären wir als nicht existent, egal was in dem Speicherplatz drin steht oder nicht. Und wenn wir später wieder ein neues Element einfügen, dann wird eben, oder mehrere neue Elemente einfügen, dann werden die entsprechend sukzessiv überschrieben und dann erklären wir sie wieder als existent. Kein Problem. So, da sehe ich noch eine sehr unauffällige Wortmeldung. Was habe ich, ein Speicherleak erzeugt? Nö.
In Java kann man keine Speicherleaks erzeugen. Das Element ist immer noch da, auch wenn es erstens mal kann es noch zugegriffen werden, nur weil wir es für die Logik unserer Klasse als nicht existent betrachten, heißt es noch lange nicht, dass man nicht darauf zugreifen kann. Natürlich kann man über diesen Index noch auf dieses Element zugreifen. Ja, es ist aber es ist in dem Sinne kein Speicherleak. Es ist immer noch da, es wird irgendwann überschrieben, dann ist es nicht mehr zugreifbar, stimme ich zu, aber dann kommt irgendwann der Garbage Collector und sammelt das auf. Das ist richtig, der Garbage Collector kann es nicht einsammeln, bevor wir es überschrieben haben. Na und? Der Punkt ist doch der, Memory Leaks machen dann ein Problem, wenn sie akkumulieren. Wenn wir immer und immer und immer mehr solcher Stellen haben, solche Objekte haben, die nicht gelöscht, die nicht vom Garbage Collector aufgesammelt werden dürfen, das haben wir hier nicht. Sie haben maximal so viele Elemente hier, die nicht vom Garbage Collector aufgesammelt werden können, die aber trotzdem unnötig sind, wie wir da Sternchen in diesem Bild haben. So what? Die Anmerkung war, sie war etwas lang, Moment, mein Koffeinpegel ist leider schon wieder abgesackt. Man kann davon ausgehen, ein vernünftiger Programmierer oder so ähnlich kann davon ausgehen, dass dann von anderswoher keine Referenz mehr drauf zeigt auf dieses Objekt. Das ist dieser Klasse, meine Antwort ist, dieser Klasse ist das vollkommen egal, ob da noch Referenzen drauf sind oder nicht. Also Sie sehen, es ist eigentlich ganz gut, dass wir hier in eine kleine Diskussion gekommen sind. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge an dem Thema zu verstehen. Gut, aber ich möchte jetzt trotzdem mit Arrays jetzt hier an dieser Stelle schließen. Wir werden hin und wieder noch Arrays als Beispielmaterial verwenden und ich möchte jetzt einen kurzen Foliensatz ansprechen, den Sie unter dem Namen Referenzsemantik auch in den Unterlagen in Moodle finden. Darstellung, Vollbild. So. Klappt. So. Computerspeicher sind etwas extrem Kompliziertes. Interessiert uns hier aber nicht. Für uns reicht hier in dieser Lehrveranstaltung voll und ganz diese abstrahierte, vereinfachte Vorstellung, der Computerspeicher, egal, Hauptspeicher, Register, Cache, Festplatte, Cloud, wie auch immer, der Computerspeicher ist ein großes Array. Ja, bestehend aus Maschinenworten, aus so einzelnen Speicherstellen, 32-Bit, 64-Bit, was immer typischerweise die Hardware dann hergibt. Und viele davon, 2 hoch irgendwas, viele davon bilden dann den Computerspeicher. Jeweils, so wie bei Array-Indizes, jeweils mit einer eigenen Adresse. Adresse 0, Adresse 1 und so weiter bis irgend so ein 2 hoch n minus 1. Das reicht für uns als Vorstellung für einen Computerspeicher, um die Dinge zu verstehen, um die es hier geht. So, ich greife noch mal ein Thema aus der FOP, bei dem es absolut wichtig ist für die AOD, für das weitere Studium in Informatik und auch für spätere Berufstätigkeit Informatik absolut wichtig ist, dieses Thema zu verstehen, den Unterschied zwischen einer Variable von einem Klassentyp und einem Objekt. So, ich habe hier eine ganz einfache Klasse mal geschrieben, habe mir keine Mühe gegeben, hat 3 Attribute, ein Int, ein Double, ein Char. Und wenn ich jetzt so einen Ausdruck irgendwo im Java-Code habe, new x, dann heißt das, die Virtual Machine richtet irgendwo in diesem großen Computerspeicher ein solches Objekt ein und bestehend aus einem i,
einem D und einem C, einem Int, einem Double und Char, plus noch weitere Zusatzinformationen, die wir niemals zu Gesicht bekommen werden, die aber auch für uns hier in der AUD unwichtig sind. Ja, wir haben es nicht in der Hand, wir werden es in Java zumindest auch nie rauskriegen, wo im Computerspeicher das abgelegt ist, irgendwo. So, normalerweise sehen Sie so einen Ausdruck Menü in dieser Form, dass Sie eine Variable anlegen, die nenne ich hier klein y, von dieser Klasse groß x, und dann mit new x das Objekt kreieren. Und dieses Bild ist entscheidend wichtig zum Verständnis der ganzen AOD. Sie haben das Laufzeitsystem, hat zwei, wenn man so will, Objekte, zwei Bereiche reserviert. Dieses Objekt hier mit dem new x irgendwo und auch wiederum irgendwo hat es jetzt eine Speicherstelle, eine kleine Speicherstelle angelegt für das, was hier links steht, das y. Und der Inhalt dieser Speicherstelle, das ist durch diesen Pfeil symbolisiert, der Inhalt dieser Speicherstelle ist schlicht und einfach die Adresse dieses Objektes im Speicher. Ja, hier haben wir, hatte ich ja gesagt, 0, 1, 2, 3 fängt das irgendwie an. Und hier steht, hier ist dann irgendeine irgend so ein Index, 3157, wo dieses Objekt angelegt ist, wo es beginnt. Und diese Zahl 3157 steht in dieser Speicherstelle. Aus anderen Programmiersprachen kennen Sie Begriffe wie Zeiger oder Pointer dafür. Genau, das ist dasselbe in Java auch, nur ein bisschen versteckt. So, was machen Sie sich klar, was dieses Gleichheitszeichen hier bedeutet dann? Also, new, Operator new, hat einen Seiteneffekt und einen Rückgabewert. Der Seiteneffekt ist, dass dieses Objekt eingerichtet wird und der Rückgabewert ist die Adresse dieses Objektes. Und das ist dann eine ganz normale Zuweisung. Hier wird eine Adresse zurückgeliefert. Hier ist eine Variable, die eine Adresse aufnehmen kann. Passt. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Diesen Unterschied, auch bei Arrays übrigens, um das nochmal deutlich zu sagen, haben wir genau denselben Unterschied, weswegen Sie auch Arrays mit new erzeugen. So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Wir hatten es eben mit dem Thema Speicherplatz, auf den man nicht mehr zugreifen kann. Diese zwei Zeilen mit dieser Klasse X. Erste Zeile, das, was Sie eben gesehen haben, es wird ein Objekt eingerichtet von der Klasse X und Adresse wird zurückgeliefert, in Y gespeichert. Das war dieses Bild eben. Jetzt eine weitere Zeile, dieselbe Variable Y, der Inhalt wird überschrieben mit einen neuen Ausdruck new x. New x richtet wieder ein neues Element, ein neues Objekt irgendwo im Speicher ein, egal wo, liefert die Adresse zurück, wird in y überschrieben, das heißt die Adresse von diesem Objekt wird in y überschrieben durch die Adresse von diesem Objekt. So, dieses Objekt ist nicht mehr ansprechbar. Wird, wie wir es eben schon mal gesagt haben, irgendwann mal vom Garbage Collector eingesammelt. Das ist aber nur Java. Und einige andere Programmiersprachen. Es gibt so Programmiersprachen wie C und C++ beispielsweise, wo diese Objekte nicht eingesammelt werden, wo sie explizit durch einen Aufruf eines Operators delete, beziehungsweise mit Funktion free in C, sagen müssen, dass dieses Objekt jetzt eingesammelt werden soll. Sonst bleibt es dort stehen und produziert dann tatsächlich ein Memory Leak im Laufe der Zeit. So, noch eine etwas andere Situation hier, dass wieder dieselbe erste Zeile wie eben, ein Objekt wird eingerichtet durch new x, Adresse zurückgeliefert, in y gespeichert und jetzt eine neue Variable z gleich y, so wie eben auch der Zuweisungsoperator kopiert das Objekt nicht oder was auch immer, sondern er kopiert einfach die Adresse. Die Adresse, die in Y stand, nämlich die Anfangsadresse von diesem Objekt, die steht durch die Zuweisung dann auch in Z ausgedrückt durch diese beiden Pfeile. Ja, da müssen Sie sich auch klar machen,
Operator gleich bei Objekten, bei Variablen von Klassen oder Array-Typen, kopiert nicht das Objekt, sondern nur die Adresse, sodass dann beide auf dasselbe Objekt verweisen. Operator gleich testet auch auf dieselbe Adresse. Testet nie, ja, wenn Sie zwei verschiedene Objekte haben, die aber inhaltsgleich sind, die gleichen Werte haben, dann wird Operator gleich falsch, false zurückliefern. Wenn Sie ein Objekt kopieren wollen, müssen Sie die Methode clone verwenden, die Sie bei jeder Klasse dabei haben, automatisch schon vererbt von der Klasse java-lang-object. Sollten Sie dann auch überschreiben. Und wenn Sie zwei Objekte, zum Beispiel zwei unterschiedliche Strings, wenn Sie testen wollen, ob die den gleichen Inhalt haben, dann dürfen Sie nicht mit gleich testen, weil Sie dann testen, ob es dasselbe Stringobjekt ist, sondern wenn Sie einfach nur bei zwei verschiedenen wissen wollen, ob es derselbe Inhalt ist, müssen Sie die Methode equals von String aufrufen. Für Ihre eigenen Klassen haben Sie equals auch geerbt von java-lang-object, sollten Sie aber auch überschreiben. So, gut. Also das sind eine grundlegende Verständnissache, auf der wir jetzt beim nächsten Foliensatz Linked List aufbauen. So, Darstellung Vollbild ein. So, das ist jetzt nahtlos angeknüpft an das Thema von eben, an die Bilderfolge, die Sie jetzt eben gesehen haben, ein neues Bild von ähnlicher Art. Es ist weiterhin dieselbe einfache Klasse, nicht ganz. Es ist nicht ganz dieselbe einfache Klasse. Hier ein kleiner, aber feiner und für die AOD wichtiger Unterschied. Wir hatten vorher eben bei der Referenzsemantik ein Int, ein Double, ein Char, glaube ich. Und jetzt haben wir hier ein Attribut vom selben Typ X, wie die Klasse selber ist. Ja? Das geht, weil eben ein solches X nicht wieder ein Objekt ist. Ja? Das ginge nicht. Stellen Sie sich vor, das wäre jetzt als Attribut ein Objekt vom Typ X stehen. Das geht ja gar nicht. Das hätte wieder ID und Next und das hätte dann wieder ID und Next und so weiter. Funktioniert nicht. Aber dadurch, dass es nur ein Verweis ist, nur eine Adresse eines Objektes vom Typ X, dadurch funktioniert das. Und was das heißt, dass es funktioniert, das können Sie hoffentlich an diesem Bild erkennen und an diesen zwei Zeilen, die ich da gemacht habe. Die erste Zeile ist wieder dieselbe wie auf den letzten Bildern. Ich richte mit new X ein neues Objekt ein, hier. Rückgabe ist die Adresse, wird in Y gespeichert, dadurch haben Sie diesen Pfeil von Y auf dieses Objekt. So, next ist ein ganz normales Attribut von diesem Objekt, das können Sie ganz genau so ansprechen wie das andere Attribut eines Objektes einer Klasse mit dem Namen der Variable y, mit dem Namen des Attributs und einem Punkt davor zwischen y.next. Und da können Sie jetzt, next ist eine Adresse eines x-Objektes, da können Sie jetzt wieder eine Adresse zuweisen mit einem neu kreierten Objekt. Das wird irgendwo kreiert vom Laufzeitsystem. Und next, hier sehen Sie id next. Next enthält die Adresse von diesem Objekt durch diese Zuweisung. Und was haben wir damit gewonnen? Jetzt können wir Ketten von Objekten bilden. Fachbegriff ist Listen, hat sich etabliert, von Listen zu sprechen. Und zwar werden wir uns jetzt mal von diesen Computerspeicherbildern lösen und abstraktere Bilder betrachten. Ja, das ist das Bild, was Sie eben gesehen haben, nochmal. Exakt dasselbe Bild nochmal. Sie können sich das jetzt vorstellen. Wir lösen uns vom Computerspeicher, indem wir diese zwei Objekte und das Y herausnehmen aus dem Computer speichern und auf die Zeichenfläche so einzeln hinzeichnen, mit ein paar geeigneten Pfeilen geeignet platzieren, so das Ganze übersichtlich wird. Übersichtlicher jedenfalls als dieses Hin und Her. Ja, dann kann ich das Y ganz nach links zeichnen,
dessen Inhalt ist die Adresse von diesem Objekt. Next, dessen Inhalt hier, dieser Pfeil ist dieser Pfeil, ist die Adresse von diesem Objekt. Hier next, was ist hier passiert? Hier greift jetzt eine Regel. Bei diesem new habe ich ja gar nicht das next weiter da initialisiert. Hier greift jetzt eine Regel, wenn Sie ein Objekt von einem Klassentyp oder Arraytyp einrichten, dann werden die Attribute, die Komponenten mit den Nullwerten der jeweiligen Datentypen initialisiert. So, für einen Klassentyp hier ist der Nullwert gerade der symbolische Wert null. Das heißt, automatisch bei diesem new x wird das i mit dem Int-Wert 0, das d mit dem Double-Wert 0 und next mit dem symbolischen Wert null initialisiert. Brauchen wir nicht nochmal extra setzen. So, jetzt haben wir eine erste kleine Liste gebaut. Beginnt mit einem Einstiegspunkt, dem y, verweist auf den Kopf der Liste und endet mit null. Und wenn wir das mit zwei Elementen machen können, können wir es auch mit beliebig vielen Elementen machen. Mit 10, 100, 1000, Millionen, Milliarden, you name it. Ja, das Prinzip ist immer dasselbe. Ich habe mich jetzt gelöst hier von diesem konkreten Beispiel mit i und d. Und so werden wir das immer betrachten. Wir wollen ja irgendwas in so einer Liste speichern. So wie wir vorher im Array was gespeichert haben, wollen wir jetzt was in der Liste speichern. Schlüsselwerte. Die nennt man typischerweise Key, hat den Vorteil noch, dass es sich kürzer und leichter schreiben lässt als das deutsche Wort Schlüsselwert. Ein Listenelement besteht aus dem, was wir eigentlich speichern wollen, dem Key, und dem, was wir noch brauchen, um die Listenstruktur aufzubauen, diesem Next. Also ich bitte um Nachsicht, dass ich dann manchmal auch Next Pointer oder Next Zeiger oder sowas sage, obwohl das eigentlich verpönt ist, wenn es um Java geht, aber letztendlich ist es das ja. So, jetzt haben wir gesehen, wie so eine Struktur ist. Wie laufen wir durch so eine Struktur durch? Wie wir durch ein Array durchlaufen können, wissen wir. For int i gleich 0, i kleiner a Punkt, array.length, i plus plus. Wie laufen wir jetzt durch so eine Listenstruktur durch? Das x ist der Einstiegspunkt, wir brauchen immer diesen Einstiegspunkt auf den Kopf der Liste und wir nehmen einen Laufindex her, mit dem wir durch die Liste durchlaufen. Den nenne ich klein p, den werde ich in der ganzen Vorlesung, glaube ich, immer klein p nennen, für Pointer. Ja, ist halt ein Pointer. So, und er wird initialisiert erst einmal mit dem Einstiegspunkt. Was heißt das? Die Adresse, die in x steht, steht jetzt auch in p drin. Das ist die Adresse des ersten Elements. P zeigt auf das erste Element. Die Adresse, die in p drin steht, ist die Adresse des ersten Elements. Und das ist jetzt der Basisschritt zum Vorwärtsgehen. Gerade eben zeigte p noch hier drauf und jetzt soll p einen Schritt weitergegangen sein, soll die Adresse dieses Objektes beinhalten. Wo steht die Adresse dieses Objektes? Die steht in next drin. In p.next ist die Adresse dieses Objektes drin. Wenn ich jetzt also den Inhalt von p, die Adresse dieses Objekts, mit p.next überschreibe, dann steht hinterher, wie dieser Pfeil andeutet, die Adresse dieses Wertes drin. Und wenn wir das vom ersten zum zweiten Element machen können, können wir es natürlich vom x-ten zum x plus ersten Element genauso machen. Also erstmal vom zweiten zum dritten Element, genau dasselbe. Es ist exakt derselbe Befehl. P gleich p.next, Semikolon. So, und damit haben wir, wenn p vorher hier drauf stand, steht jetzt hier drauf, weil in diesem next steht die Adresse von diesem Element. Und das können wir machen, so oft, solange die Liste ist, wenn die Liste 1 Million Elemente enthält, können wir also 1 Million minus 1 mal vorwärts schalten und sind dann auf dem letzten Element. Ja, wir haben das unendlich oft gemacht, nicht unendlich oft, aber so oft wie die Liste lang ist. Jedes Mal mit p gleich p.next sind wir auf dem letzten Element. Und können wir nochmal machen, p gleich p.next. In next steht 0 drin, das heißt in p steht jetzt keine Adresse eines Objektes mehr drin, sondern der symbolische Wert null.
Und damit haben wir die Abbruchbedingung für unsere Schleife zum Durchlauf. Ja, wir reden hier von einer Schleife. Wir reden von hier Initialisierung von P, einen Schritt vorwärts. Und hier haben wir die Abbruchbedingung. So wie P den Wert 0 angenommen hat, sind wir durch die gesamte Schleife durchgelaufen. So, wie kann man sich das jetzt in Java vorstellen? Ja, erstmal ganz einfach. Wir richten eine Klasse ein, die nennt man typischerweise entweder Listenknoten, ListNode, oder Listenstück, ListItem oder so etwas. Ich habe mich jetzt hier, warum auch immer, für ListItem entschieden. Generisch wieder, ja, die ganzen Operationen, wie wir eben gesehen haben, Durchlauf durch eine Liste, da hängt doch überhaupt nicht davon ab, von was für einem Schlüsselwerttyp diese Liste ist. Also können wir es generisch halten. Einmal implementieren, für alle Typen vorhanden. Wir haben einen Keytype, wir haben einen Key von diesem Schlüsselwerttyp und hier das List, das Next ist wieder von demselben Typ, wie wir es eben bei dem X hatten. Der Typ der Klasse ist ListItem von Keytype. Keytype offen gelassen, welcher Typ das ist. Und genau von diesem Typ ist dann die Adresse auf das nächste Objekt in der Liste. So, das Ganze würde man dann typischerweise, und so sehen Sie es auch in der Java API, in der Standardbibliothek, in java.util in diesem Package, würden Sie dann auch eine Klasse, das Ganze würde man einkapseln in eine Klasse, die zum Beispiel wie in der Java API LinkedList heißen könnte, parametrisiert mit dem Schlüsselwerttyp. Und dieser Einstiegspunkt, der ist dann ein privates Attribut dieser Listenklasse, dieser einkapselnden Listenklasse. Wir werden hier in der AOD sehr viel mit diesen nackten Listenklassen, Listenobjekten, ListItem arbeiten. Zur Übung. Wenn Sie sowas wirklich implementieren wollten zum Gebrauch, dann würden Sie genau das tun, sollten Sie genau das tun oder ungefähr das tun, was ich hier andeute, nämlich, dass Sie das Ganze in eine Listenklasse einkapseln und der Einstiegspunkt, da erlauben Sie den Nutzern dieser Listenklasse keinen direkten Zugriff auf diesen Einstiegspunkt, sondern nur moderiert über die Public-Methoden. Einfügen, löschen und so weiter, was wir uns dann ansehen. So, hier ist jetzt so sieht das Muster aus, wie immer der Durchlauf aussieht durch so eine Listenstruktur. Ja, bis auf kleine Details sieht es immer so aus. Genau so und nicht anders. Das ist also etwas, was sich bei Ihnen irgendwo im hinteren Areal des Gehirns, da wo die, was für die Augen zuständig ist, was sich da tief einbrennen sollte. Und Sie sehen schon mal die Analogie mit Durchlauf durch Array. Initialisierung, for int i gleich 0, Abbruchbedingung i kleiner a.length und i++ jeweils ersetzt durch die entsprechenden Listenoperationen. Wir haben kein int, kein Index, sondern einen Verweis auf das jeweilige Listenelement. Nicht i gleich 0, sondern p gleich head, erstes Listenelement ist der Einstiegspunkt. Abbruchbedingung haben wir eben gesehen, solange in dem Moment, wenn p den Wert 0 annimmt, sind wir durch die Liste durch. Solange p den Wert nicht 0 angenommen hat, stehen wir noch auf einem Element der Liste. Und um weiterzukommen, haben wir gesehen, wie das aussieht, p gleich p.next. Und dann wird irgendwas gemacht hier. Also ich habe das jetzt mal so ein bisschen fabuliert. Habe ich das nochmal genauer? Ja, genau. Ich habe das mal so ein bisschen fabuliert. Ein Interface-Operator, das eine Methode operate hat. Das ist jetzt einfach von mir mal beispielhaft gebaut. Noch mehr Generizität als nur Java Generics erlauben. Ja, halt hier zurück. Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten für dieses Muster. Ja,
durch die Liste durchgehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Liste von Studierendenstammdaten. Ja? Key ist der Key-Type, der Klassentyp, der Schlüsselwerte ist Studierendenstammdaten mit Vorname, Nachname, Matrikelnummer und so weiter und so fort. Und jetzt kann man alleine auf einer solchen Liste unzählige Sachen sinnvoll machen. Ja? Man kann durchgehen und sämtliche Matrikelnummern rausschreiben. Man kann durchgehen und jedem da mit seinem Vornamen, seiner Nachnamen, seiner Adresse einen Brief schreiben oder was auch immer. Es ist immer dieses eine Muster. Und dieser Unterschied, alle Matrikelnummern raussuchen oder jedem einen Brief schreiben und so weiter, das ist versteckt in diesem Operate. Aber das Muster ist immer dasselbe. Einmal dieses Muster schreiben und für jede Art von Operation auf den Schlüsselwerten einmal diese Methode verwenden. Ich habe die Methode Print All genannt, das ist stehen geblieben, weil ich ursprünglich Drucken als den Anwendungsfall im Hinterkopf hatte. Hier ist ein einfaches Beispiel. Sie haben eine Liste vom Typ Integer, von der Klasse Integer. Falls Ihnen die Klasse Integer nicht bewusst ist, können Sie zum Beispiel in meinem Video zu Klassen und Objekten da nochmal schauen. Aber es gibt natürlich auch genug andere Quellen dafür, was mit der Klasse Integer los ist. Einkapselung eines Int-Wertes. So, und was wir hier machen ist, operate nimmt sich den Schlüsselwert her. Ja, der Schlüsselwert wird hier übergeben. Operate nimmt sich diesen Schlüsselwert her, das ist vom Typ Integer, nimmt sich den eingekapselten Int-Wert her und addiert den auf eine Summe drauf. Ja, der Operator wird vor dem Methodenaufruf, wird der Operator mit diesem Konstruktor aufgebaut, die Summe wird zu 0 initialisiert und für jedes Listenelement wird der Schlüsselwert hinzuaddiert und hinterher nach dieser Methode kann man getSum aufrufen und bekommt die Gesamtsumme. Was man hier effektiv bekommt, wenn man diesen Integer-Adder hier als Parameter reintut, was man hier effektiv bekommt bei einer Klasse vom Typ ListIntegr, mit Schlüsselwerttyp Integer, ist eine Summe aller Werte, die in dieser Liste gerade gespeichert sind. Einfaches illustratives Beispiel, stellvertretend für unzählige Anwendungsfälle für diese eine kleine Methode, die man alle durch entsprechende Klassen, die dieses Interface Operator implementieren, jeweils realisieren kann. Gut, aber für uns wichtig vor allem ist dieses Muster für den Zugriff in Analogie zu dem Zugriff, also zum Durchlauf mit Vorschleife bei Arrays. So, jetzt suchen wir nach einem Schlüsselwert. Sie haben, wie Sie es im Array machen können, wissen Sie, nach einem Schlüsselwert suchen. Sie gehen einfach alle Array-Elemente durch, bis Sie das gefunden haben, was Sie gesucht haben. Und wenn Sie einmal durchgegangen sind und es nicht gefunden haben, wissen Sie, es ist nicht drin. Und ähnlich ist es hier auch. Wir wollen wissen, das ist eine Methode der Linked-List-Klasse hier, wir wollen wissen, ob heißt Boolean, ob dieser Key momentan in der Liste drin ist, einer der Schlüsselwerte in dieser Liste oder nicht. Und wenn er drin ist, wenn er mindestens einmal drin ist, kann ja auch mehrfach vorkommen, wenn er mindestens einmal drin ist, soll true zurückgeliefert werden, ansonsten false. Bitte? Mit ist gleich, okay, guter Hinweis. Ob der Schlüsselwert drin ist oder nicht, das ist eine Frage, was man darunter versteht, ob dieser Schlüsselwert drin ist oder nicht. Nehmen wir wieder das Beispiel mit den Strings, was ich eben hatte. Nehmen wir mal an, da sind Nachnamen drin. Zum Beispiel, und Sie wollen wissen, ob der Nachname Meier gibt es verschiedene Schreibweisen, ob der Nachname Müller drin ist. Ja? Sie wollen wissen, ob der Nachname Müller drin ist.
dann wollen Sie ja nicht wissen, ob Ihr Müller-Objekt dasselbe Müller-Objekt ist wie das in der Liste, sondern ob es in der Liste, ich hoffe, es macht jetzt niemand Fotos, ob jetzt dieses Element in der Liste eben denselben Inhalt Müller hat wie das Element, mit dem Sie, was Sie mit Feind aufrufen. Es ist durchaus eine Entscheidung, ja. Man kann es auch sinnvoll finden, dass man Objektidentität testet mit Operator gleich gleich. Ich habe mich hier dafür entschieden, Wertidentität ist Müller gleich Müller zu testen. Und nicht ist dieser String mit Inhalt Müller exakt dasselbe Objekt. Ich würde mal vermuten, in den meisten Fällen macht die Implementation, die ich hier gewählt habe, mehr Sinn. Aber das ist nur eine Vermutung. Gut, also kommen wir jetzt zu der Sache. Sie sehen wieder dasselbe Muster, exakt dasselbe Muster wie eben. Initialisierung, Abbruchbedingung, Fortschaltung, genau dasselbe. So, und wenn wir jetzt irgendwann bei einem, wir durchlaufen also in dieser Schleife ein Objekt nach dem anderen, und das ist wichtig, durch diese Abbruchbedingung wissen wir, wenn wir an diese Stelle kommen im Schleifenrumpf, wenn wir in den Schleifenrumpf reinkommen, dann ist P nicht 0. Und wenn P nicht 0 ist, dann heißt das in Java automatisch, P verweist auf ein Objekt von dieser Klasse. Klammer auf oder von einer abgeleiteten Klasse, Klammer zu. So, das heißt, wir wissen, wir können Equals aufrufen. Und wenn wir jetzt damit den Schlüsselwert gefunden haben, wenn die beiden identisch sind, dann wissen wir, wir haben, der Schlüsselwert ist in der Liste, wir können true zurückliefern. So, jetzt kann es aber auch sein, dass wir durch diese ganze Liste durchlaufen und nicht ein einziges Mal hier im, ist diese Bedingung erfüllt. Das heißt, alle Schlüsselwerte in der Liste sind andere als dieser Schlüsselwert Key, den wir hier oben haben. Niemals ist return true aufgerufen worden. Das heißt, die Liste ist durchlaufen, es geht mit der die Schleife ist durchlaufen, es geht mit der nächsten Anweisung nach der Schleife weiter und das ist Return False, was ja auch richtig ist, denn wenn wir durch die Schleife erfolglos durchgelaufen sind, jedes einzelne Listenelement uns angeschaut haben, bei jedem einzelnen Listenelement festgestellt haben, dass es nicht das Gesuchte ist, dann ist False die richtige Antwort. So. Suche nach Key haben wir dann. Dann gucken wir mal weiter nach irgendwelchen, implementieren wir mal was noch. Müsste ich wieder ein bisschen größer machen. So. So, ist das jetzt gut sichtbar? Ich hoffe doch, ne? Gut. Schlüsselwerte einfügen. Ich sehe gerade, dass ich hier jetzt nicht in diesem Datensatz nicht die erste Variante habe, die eigentlich wichtig ist. Nämlich, das sollten wir gleich mal nachtragen. Das machen wir gleich mal als erstes. Falsch gedacht. Schlüsselwert einfügen an Position. Na, das war wieder geschickt. Wollen wir das zuerst? Das machen wir vielleicht doch zuerst. So. Das ist aber alles dasselbe. So, wird an Position I Pos oder Pos. So. So, ansonsten ist alles das gleiche. Kleinen Moment, wir sind sofort soweit. So. Schlüsselwert einfügen an einer Position int p
Position. So, jetzt haben wir's. Sie haben jetzt eine Liste mit einer Million Elementen vielleicht, keine Ahnung. Und Sie wollen jetzt an der Position 3157 einen Schlüsselwert einrichten. Einen Schlüsselwert neu einfügen, ja? In diese Position, warten Sie mal, habe ich das denn nicht? Warten Sie mal ganz kurz. Ich kann es sein, dass ich da einen... Was ist mit dem Beamer? Will der auch nicht mehr? Da, Linklist einfügen. Da. Ich habe jetzt vergessen, mir zwei Sachen hochzuholen, die ich eigentlich hier machen wollte. Genau. So. Kein Problem. So, einfügen. Ich will ein Element an einer Position einfügen. So. Und zwar genau zwischen diesen beiden. Kann ja sein. Ja, ich habe eine Million Elemente in der Liste. Ich will an Position 3157 hier dieses Element einfügen. Wie mache ich das? Das erste ist, ich muss mir erst einmal dieses Element kreieren, was ich neu einfügen will. Den Schlüsselwert, den habe ich bekommen. Meine Methode insert bekommt als Parameter diesen Key, der eingefügt werden soll. Aber mit diesem Key muss ich erst einmal ein neues Objekt einrichten, was ich einfügen kann. Das wird wieder die Adresse gespeichert in einer Variable namens TMP für temporary. So, das neue Element ist kreiert. Hier muss der Schlüsselwert rein, den ich einfügen will. Und jetzt muss ich nur noch dieses neue Objekt hier in die Liste einfügen. So, ich laufe. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich will ganz vorne einfügen. Ja, der erste Schritt muss sein, dass ich den Next-Pointer von diesem neuen Element hier auf den Head setze und dann den Head umsetze. Schauen Sie mal, ich habe zwei Operationen gemacht. Ich habe den Next-Pointer von dem neuen Element auf das bisherige erste Element gesetzt und jetzt den Einstiegspunkt auf das neue Element. Und plötzlich haben wir dieses Element vorne eingefügt. Erstes Element, zweites Element, drittes Element. Auch hier ist es wieder wichtig, was ich gesagt habe, dass das grundsätzliche Muster immer erst dann etwas überschreiben, was man noch aufbewahren will, wenn man es woanders gespeichert hat. Ja, also nicht zuerst den Head umsetzen. Ja, wenn Sie zuerst den Head umsetzen, bevor Sie Next hier drauf auf das erste Element gesetzt hätten, wenn Sie jetzt ohne diesen Fall hier Head umsetzen würden, dann wäre die Liste verloren gewesen. Also zuerst das, worauf Head zeigt, hier neu speichern, da wo es auch hingehört, und dann erst Head umsetzen, dann ist die Liste nicht verloren. Wenn Sie hingegen mittendrin irgendwo was einfügen wollen, dann müssen Sie an die Stelle gehen, wo Sie was einfügen wollen. Kann sein, dass Sie an einer bestimmten Position was einfügen wollen. Kann auch sein, wir werden es gleich sehen, dass die Liste aufsteigend sortiert ist. Ja, nach Matrikelnummern sind sie aufsteigend sortiert beispielsweise. Und wenn dann eine neue Matrikelnummer reingefügt werden soll, dann natürlich an der Stelle, wo sie nach aufsteigender Sortierung hingehört. So, wieder dasselbe Bild. Wir haben ein neues Element eingerichtet. Wir sind mit dem Laufindex 1 vor die Position gekommen, wo wir einfügen wollen. Ja, wir wollen hier zwischen diesen beiden Objekten, wollen wir das neue Objekt einfügen? Wie machen wir das? Auch hier wieder dasselbe Muster. Zuerst vom nächsten Objekt die Adresse hier, wo es hingehört, speichern und erst dann Next hier drauf zeigen lassen. Wiederum nicht umgekehrt. Wenn Sie zuerst dieses Next hier drauf zeigen lassen, ohne dass Sie hier schon in Next das nächste Objekt drin haben, dann wäre der Rest der Liste verloren gewesen. Also
so herum und Sie sehen, Sie gehen durch die Liste durch und durch und durch und durch und hier lang und weiter. Ganz am Ende brauchen Sie gar keine anderen, Sie brauchen keine eigene Fallunterscheidung fürs Ende. Ja, am Kopf brauchen Sie eine Fallunterscheidung. Ob am Kopf diese zwei Elemente, ob Sie am Kopf sind, dann müssen Sie mit Head hier operieren. Wenn Sie nicht am Kopf sind, dann müssen Sie hier mit dem anderen Objekt in P gehalten operieren. Hier ist es kein Unterschied. Dasselbe, wie wenn Sie irgendwo mittendrin wären. Den Next Pointer auf dieses Next setzen und dann diesen Next Pointer hier drauf. Und das ist das Einfügen. So, jetzt kann ich zurückgehen. Ich kann hier mal ein bisschen was löschen. Oder zumindest was entfernen. So. Hier zurück, Schlüsselwert einfügen an Position. So, Insert, das nennt sich hier einfach nur Insert. Vorbedingung, wieder Vorbedingung, List, dieser Parameter hier, verweist auf eine korrekt gebildete lineare, das kommt erst später. So. List verweist auf eine korrekt gebildete lineare Liste. Ja, so. Auch List gleich 0 möglich. Ja, wir haben ja manchmal vielleicht auch eine leere Liste, angezeigt dadurch, dass schon der Einstiegspunkt den Wert 0 hat. Und der Schlüsselwert, den wir einfügen wollen, der sollte zunächst auch 0 sein, nicht 0 sein. Und an der Position, die wir hier geben, an dieser Position wollen wir diesen Schlüsselwert dann einfügen. Output, jetzt kommt der Output ran. Das ist das erste Mal, dass wir eine Nicht-Void-Methode haben. Das Problem an der Sache ist der Fall, wenn wir tatsächlich am Anfang das Element einfügen. Dann ist der Einstiegspunkt ein anderer geworden. Wir können nicht einfach hier in List irgendwo vorne was anfügen, List umschreiben, weil alles, was wir mit List in der Methode tun, hat nur Effekte innerhalb der Methode. Wenn wir tatsächlich eine Liste zurückliefern wollen, wo am Anfang potenziell etwas anderes stehen könnte, wo der Einstiegspunkt potenziell eine andere Adresse haben könnte als vorher, dann müssen wir das hier, so wie ich das hier gemacht habe, public static, so, müssen wir das hier zurückliefern. So, wie fügen wir jetzt in so eine Liste ein an einer Position? Wir haben eben gesehen, wir brauchen eine Fallunterscheidung, nämlich ob wir am Anfang einfügen, Position gleich 0. Falls die Position gleich 0, dann müssen wir genau das machen, was wir eben auf den Folien gesehen haben. Also so oder so brauchen wir erst einmal listItem t temp gleich new listItem und nicht listItem und tmp.key gleich key. So, dieses Element, diesen Schlüsselwert wollen wir mit dem neuen Listen-Item da einfügen. Und wenn die Position 0 ist, was haben wir gesagt, was wir da machen? Zwei Schritte. Temp.next gleich List. Und wir sind da fertig. Return temp. Das neue Listenelement ist der neue Einstiegspunkt, wenn wir es vorne ranhängen. Ja, wir haben die bisherige Liste haben wir an das neue Element rangehängt und das neue Element ist das, was wir zurückliefern wollen, der Einstiegspunkt der neu gebastelten Liste. So, dadurch, dass wir hier garantiert Return drin haben in dem If, brauchen wir kein Else. Wir wissen, wir kommen hier nur hin, wenn wir nicht im if-Teil waren, also wenn es hier eigentlich von der Logik her ein else war. Also Position ist gleich
ist nicht gleich 0, ist größer 0. Vorbedingung habe ich vergessen. Position größer gleich 0. Irgendwie kann ich das hier auch mit einem Out-of-Wrap machen, aber das muss ich hinterher gucken. Position größer gleich 0 und Position kleiner gleich Anzahl, aktuelle Anzahl Listenelemente. Na, aktuelle Listenelemente. Ja, so wie wir es eben hatten beim Einfügen in so ein dynamisches Array. Es muss eine von den Positionen sein, die existieren in dieser Liste. Erstes Element hat Position 0, zweites Element hat Position 1 und so weiter. So, und wenn die Position 0 ist, vorne anhängen, haben wir. So, jetzt gehen wir durch. Jetzt müssen wir vorwärts gehen in der Liste und gleichzeitig mitzählen, wie viele Schritte wir machen, um bis zur Position zu kommen. Und ich entscheide mich dafür, das kann man jetzt verschieden machen, was man in die Vorschleife reinsetzt, ob man da die Position zählt. Ich entscheide mich dafür, hier wieder diese Musterschleife drin zu haben, die wir eben gesehen haben. P ungleich 0, P gleich P.next. Diese Schleife wieder. Und was ist jetzt wie gehe ich jetzt mit der Position um? Ich muss jetzt, wenn ich jetzt 3157 als Position habe, muss ich ja entsprechend oft in der Liste vorgehen. Wie gehe ich damit um? Ganz einfach, indem ich teste, ob die Position 0 ist. Aber vorher einmal die Position um. Wer ist denn das? Also ich habe nicht gesehen, wie ich global die Autokorrektur ausschalten kann. Ich muss es für jede Datei einzeln machen in dem Editor. Ein bisschen ärgerlich. Ich zähle die Position um 1 runter und frage jetzt, ob die Position gleich 0 ist. So. Und das ist ja, können wir gleich nochmal prüfen, aber das müsste eigentlich richtig sein. Kein Fehler um 1 gemacht oder so etwas. Was soll dann passieren, wenn die Positionen gleich 0 sind? Dann sind wir, wenn wir sie entsprechend oft runtergezählt haben, dann sind wir an der Stelle, wo wir genau das machen sollten, was wir eben gesehen haben in dem Foliensatz, nämlich einfügen. Wir haben das Listenelement schon aufgebaut hier vorne, den Schlüsselwert schon geschrieben, wir müssen nur noch mit den Next-Pointern rumhantieren. Temp.next, immer als erstes der Next-Pointer von Temp, neu setzen. Genau das, was Sie im Foliensatz gesehen haben, p.next. Und jetzt können Sie p.next überschreiben, nämlich mit temp. Und haben genau das, was wir eben gesehen haben, gemacht. Also das Element, da ist das neue Listenelement, daran hängen und dann von dem vorhergehenden Listenelement daran hängen. Und beachten Sie wieder, erst p.next sichern und dann p.next überschreiben, nicht umgekehrt. Und das ist das Einfügen. So ein kurzes Stück Code, letztendlich doch gar nichts so Dramatisches, nicht? Muss man nur, vor allem wichtig, beachten diese Fallunterscheidung. Und beachten, dass man hier richtig runterzählt. Wir haben noch 10 Minuten, wollte ich, oder? Ja, wir haben keine 10 Minuten mehr, stimmt. Ich sehe auch schon, dass da der nächste Dozent wartet. Gut, dann ist das ja ein gutes Ende hier, auch wenn ich nicht so weit gekommen bin, wie ich eigentlich gehofft hatte. Dann warten Sie mal ganz kurz, die Sache stimmt, Position gleich 0. Ja, ich behaupte, das stimmt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.